herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Interview von Promi-Geflüster. Ja, das ist jetzt nicht unser neues Tourfahrzeug, sieht aber auch noch dreckig aus, denn das hat einen ganz speziellen Grund. Das Fahrzeug hat unseren heutigen Interviewgast begleitet auf seiner Bully Challenge. Und wenn ich sage Bully Challenge, wisst ihr vielleicht bestimmt schon, um wen es sich handelt. Denn er war letztes Jahr mit seinem Sohnemann unterwegs von Berlin nach Peking in einem VW Bully. Und als Begleitfahrzeug, dann musste er schließlich irgendwo schlafen, war dieses Fahrzeug von Cartago der Begleiter. Alles Weitere erfahren wir jetzt dann gleich im Interview. Joey Kelly heiße ich recht herzlich willkommen. Wir reden über eine Distanz von 500 Kilometern und das bei minus 40 Grad. Und der absolute Gegensatz, mein 10. Wüstenlauf in USA in der Valley Tal des Todes, gibt es einen Ultramarathon. Und dann läuft man durch die Wüste von Death Valley, eine Gesamtdistanz von über 217 Kilometer nonstop. Mein Ziel war ganz klar, dieses Rennen beim zweiten Mal etwas schneller zu laufen. Für die Spitzenläufer unter 48 Stunden gibt es noch so einen Buckel, so einen Schnallgürtel. Und der hat gefehlt. Und einmal quer durch Deutschland. Von der Nordsee bis an die deutsche Zugspitze. Eine Gesamtdistanz von 900 Kilometer ohne Verpflegung, ohne Geld. Ein ganz bekannter Abenteurer aus Norddeutschland, vielleicht kennen Sie den bekannten Abenteurer Rudi Garneberg, hat diese Tour damals in die 80er Jahre gemacht. Ich habe mich gefragt, ob ich auch sowas könnte, diesen Aspekt Survival, Überleben. Und Ende des Jahres für das Erdensperrmarathon mache ich jedes Jahr einen 24-Stunden-Spendenlauf. Vor 5-6 Jahren war es zum Beispiel 24 Stunden unter Wasser laufen. Ich bin nach 24 Stunden auch direkt Weltmeister geworden, weil sonst kein Idiot so einen Schwachsinn macht. Aber dank die Sponsoren haben meine Spende schon damals von knapp über 100.000 übergeben dürfen. Ein Jahr später gab es 24 Stunden gegen die Rolltreppe laufen, auch Schwachsinn und auch Weltmeister geworden, mit einer Steigerung auf knapp 150.000 Euro, somit das Ziel erreicht, in 10 Jahren eine Million spenden zu dürfen für Kinder in Not. Und das Ziel ist schon 5 Jahre her. Vor 5 Jahren hatten wir das Ziel, in den nächsten 5 Jahren die nächste Million spenden zu dürfen. Aber ich wusste nicht wie, ich wusste nur eins: Wenn man sich das vornimmt und Vollgas gibt und ohne Angst marschiert, klappt es auch meistens. Und dann manchmal wird man überrascht. Und das Ganze läuft noch viel schneller, weil man einfach die richtigen Ideen, die richtigen Partner und natürlich auch die richtigen Sponsoren. In den letzten 5 Jahren haben wir es geschafft, mit 5 weiteren 24 Stunden Läufen 2,9 Millionen dazu spenden zu dürfen. Vorab eine kleine Geschichte. Kennt Sie noch die Kelly Family? Ein Großteil unserer Promi-Geflüster-Zuschauer kennt ich ja aus der Familie, Musikfamilie, der Kelly Family, na klar, und natürlich auch als Extremsportler. Aber nun erklär uns doch mal, warum wir eigentlich hier auf der CMT sind. Ich bin hier bei der CMT, weil ich halt mit Cartago zusammenarbeite. Ja, und dann natürlich aktuell seid ihr ja mit der Kelly Family bis Ende Februar auf Tour, ne? Genau, wir sind auf Tour mit der Familie und das geht noch bis Ende Februar. Ja. Wie bereitet man sich dann so auf die nächsten Extremsportarten wieder vor in der Zeit? Man muss diszipliniert trainieren. Man muss halt quasi seinen Trainingsplan versuchen zu halten und dann früher aufstehen oder nach dem Konzert laufen gehen. Verbindet sich das dann gut mit der Tour? Kann man das in der Zeit auch ein bisschen mitmachen oder bleibt da Zeit dafür? Doch, es geht schon. Man muss einfach nur es wollen. Okay. Dann hast du ja wirklich viele Sachen gemacht. Ironman, wenn man bloß dran denkt, oder die Südpol-Expedition, kann man alles irgendwo auch nachlesen und war ja auch große Berichte drüber. Extremlauf von der Waterkant bis zur Zugspitze und so weiter. Oder auch letztes Jahr die Challenge, Bully Challenge von Berlin nach Peking. Was gibt es für Herausforderungen noch für dich? Jetzt aktuell, in 3 Monaten, wollte ich am Nordpol einen Marathon laufen. Dann im Sommer mache ich München-Venedig.
Das ist auch, sag ich mal, eine lange Tour. Dazwischen kommt noch Mainz Halbmarathon und Bonn Marathon. Und dann kommt noch in Anschluss, was kommt noch? Genau, im Herbst wahrscheinlich Köln oder Frankfurt Marathon. Mhm. Dann kommt noch halt im November 24 Stunden Spendenlauf. Das sind halt die Challenges dieses Jahr. Okay. Karthago, mein, wenn man das jetzt so sieht, ist ja doch eigentlich schön luxuriös hier alles, die ganzen Wohnmobile. Wie passt das Ganze dann wiederum mit deinen Extremsportarten zusammen? Wo es doch ein bisschen auch hart zur Sache geht. Ja, da gibt es halt Menschen, die Journalisten sind, wie Sie, und die Komfort brauchen. Die sind dann hier im Luxus untergebracht, während du mit dem VW-Bulli unterwegs bist. Genau das ist es. Die sitzen hier im klimatisierten, wunderschönen Karthago mit einem großen Kühlschrank und einer Dusche und tolle Betten und Fernsehen und hier ja, Luxus ja. Und Radio und alles Mögliche. Und ich sitze rustikal in den T1. Genau. Gewechselt habt ihr nie, oder? Dass du auch mal hier in dem Wohnmobil dann drinnen warst. Du warst immer im Bulli. Was glaubst du? Nur Bulli. Also ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich es nicht nötig habe. Alles klar. Okay. Ja, wenn man klar deine Wurzeln ja wirklich kennt, von der Kelly Family, ihr wart ja auch mehr oder weniger im Bus natürlich aufgewachsen und unterwegs. Das ist ja sowas Ähnliches, was wie ein Wohnmobil, kann man ja schon sagen. An was erinnerst du dich an deinen Anfangsjahren? An meine Kindheit? Wunderschön. Meine Eltern haben einen großartigen Job gemacht. Die haben alles ermöglicht, was sie konnten, und es war eine tolle Kindheit. Okay. Ich habe es noch gut in Erinnerung. Ich glaube, einer der ersten Fernsehauftritte war bei Wim Tölke im Großen Preis, ne? Das weiß ich nicht, ob das der erste war, aber es war auf jeden Fall in der Anfangsphase, ja. Anfangszeit, genau, richtig. Und dann gab es ja natürlich auch viele andere Fernsehsendungen. Ich habe euch ja auch ein bisschen natürlich mitverfolgt dann später, als ich dann im Journalismus tätig war. Einmal war er in Balingen auf einem großen Open Air. Das war aber auch schon in den 90er Jahren gewesen, ne? Ja, du hast Rainer Kallmund ja ganz gut trainiert. Jetzt, was würdest du mir für Tipps mitgeben, wenn du mich jetzt so anschaust? Kann ich auch was draus machen? Was willst du machen? Was willst du machen? Ich weiß es nicht. Was gibt's für Tipps? Was hast du ihm mitgegeben? Ne, wichtig ist, dass man halt weiß, was man will. Was willst du? Willst du was verändern? Willst du mehr zunehmen? Zunehmen? Nee, um Gottes Willen. Eher abnehmen. Okay, deswegen. Du willst abnehmen? Ja. Wirklich? Also das Ziel wäre schon zu 10, 15 Kilo vielleicht. Und warum machst du es nicht? Das ist jetzt gerade die Frage, genau. Wo dran liegt's? Was glaubst du? Der innere Schweinehund, denke ich mal. Aber der erste Schritt zu machen. Aber du bist doch Mann, oder nicht? Ja. Also wenn du dir das vornimmst, machst du es auch, oder nicht? Am Anfang macht man schon. Das Durchhalten ist, glaube ich, schwieriger, oder? Das kommt darauf an. Wenn man es wirklich will, dann schafft man das. Dann schafft man es? Das ist nur eine Frage vom Wollen. Okay. Das heißt, wenn du sagst, du schaffst es nicht, weil du es einmal früher aufgibst, dann fehlt da ein bisschen der Wille. Den brauchen wir dann. Da müssen wir mal dran arbeiten. Genau. Und beim nächsten Mal sagst du dann Bescheid, wie es bei mir ausschaut. Nein, ich habe keine Zeit für dich. Wenn wir uns wieder treffen, meine ich. Aber ob es gelungen ist. Ich werde dich nicht ansprechen, weil es ist dein persönliches Ziel, okay. nicht mein Ziel. Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu helfen oder dich irgendwie, wenn du dich wohlfühlst in deine Masse, dann ist es okay. Aber wenn du unzufrieden bist, dann ist es eigentlich einfach. Abzunehmen. Du musst mehr verbrennen, als du zunimmst. Okay. Das heißt, wenn du weniger Kalorien am Tag isst, als du halt quasi verbrennst, dann nimmst du automatisch ab. Mhm. Und wichtig ist es, wenn das dein Ziel ist, dein Ziel, nicht mein Ziel, dann musst du dich dafür entscheiden, committen, anfangen und ankommen. Gut, warten wir mal. Umsetzen. Ich versuche es zumindest. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz abschließend für 2020. Was stehen bei dir jetzt konkret für Pläne nochmal an? Sportlich habe ich vorhin erwähnt. Musikalisch haben wir auch früher gesprochen. Mhm. Und dann habe ich noch halt meine Arbeit, die ich nachgehe. Die ich jeden Tag, sag ich mal, ob es jetzt heute mit Karthago ist oder morgen woanders und überall. Also ich habe keine Langeweile. Okay. Also
Nach der Tournee mit der Kelly Family geht dann jeder wieder so mal erstmal seinen eigenen Weg oder macht ihr dann an dem 25 Jahre Jubiläum irgendwo wieder weiter? Ne, es gibt eine Pause. Mhm. Und ja, und dann gibt es eine Pause erstmal mit der Kelly Family. Das heißt, ob es eine weitere Tour gibt. Ich hoffe schon. Ich glaube, das sieht gut aus, mhm. aber nicht sofort. Spätestens dann zum 30-Jährigen sozusagen. Also in 5 Jahren. Ich hoffe früher, Also da das entscheidend, sag mal, die Gruppe zusammen. Also nicht eine kann für alle entscheiden, deswegen ich hoffe früher. Okay. Und wer jetzt mehr über dich erfahren will, die ganzen Tourpläne etc., wo du unterwegs bist, auch Vorträge hältst, kann man auf deiner Homepage danach lesen. Kann man auch, ja. Man kann Homepage oder über diese klassische, wie nennt man diese Internet? Instagram, Facebook etc. Genau. Okay, alles klar. Dann dir noch einen schönen Aufenthalt hier auf der Messe und eine gute Zeit. Danke. Bis ganz, ganz bald. Alles Gute. Ja, ciao. Tschüss.